Im Grunde genommen sind die Aufgaben schon da, die sind gesellschaftlich schon da. Viele planetare Grenzen sind einfach überschritten. Wir haben den Klimawandel und wir haben nun mal die Gesellschaft, in der wir leben. Und irgendwie ist mein Eindruck, das hat ja alles was miteinander zu tun. Die Natur kommt ohne uns zurecht. Das heißt, schlussendlich ist jedes ökologische Problem am Ende ein soziales Problem. Wenn es um Veränderungen geht, dann ist es erstmal ein sozialer Prozess. Sei es in Bezug auf die Ökologie, sei es in Bezug auf unsere Wirtschaftsweise, sei es in Bezug auf kriegerische Auseinandersetzungen. Im Moment ist es tatsächlich die Spaltung generell in der Gesellschaft, die mir wahnsinnige Sorgen macht. Mit den aktuellen politischen Ereignissen trifft das noch mal ein bisschen härter. Seit wir eben die AfD haben, die immer stärker wird, seit dieses Geheimtreffens. Das ist halt schon ein starkes Stück. Man fängt halt zu überlegen, okay, was machst du, wenn das wahr wird? Wo gehst du hin? Also ich wäre davon sehr betroffen, meine Familie wäre betroffen, Freunde. Ich habe Angst, um das einfach so auf den Punkt zu bringen. Da ist echt noch was zu tun und wir sind mittendrin und das müssen wir alles halten. Wenn wir mit dem Geld bewusst umgehen, dann sind wir die, die die Welt gestalten. Was uns als Bank ausmacht, sind halt nicht nur die Kredite, die wir rausgeben oder die Konten, die wir eröffnen, wie viele Zahlen, Daten, Fakten da halt einfach hinterliegen, sondern das, wie wir das machen. Das ist, glaube ich, das, was wir auch können, zu erkennen, was braucht die Gesellschaft jetzt, wie stellen wir es zur Verfügung. Mit Fördermitteln, aber natürlich auch mit den Mitteln der Bank. Wir müssen schauen, dass wir solche Projekte finanzieren, wo sie Bildung ermöglichen, Ernährung, Zugang zu Mobilität, wo sie bezahlbares Wohnen ermöglichen. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und für uns halt auch die Frage, warum sollte der nachhaltige Wohnraum anderen Gesellschaftsschichten vorbehalten sein? Und deshalb versuchen wir, diesen Widerspruch an sich aufzulösen. Es sind, glaube ich, ganz viele Dinge, die ungewöhnlich sind als Bank. Aber die Frage ist doch mal, was wird gerade gesellschaftlich gebraucht? Also wenn es einen existenziellen Bedarf gibt, dann ist doch der dort sichtbar und spürbar, nämlich die Menschen, die in Lebensgefahr sind, sich übers Mittelmeer aufmachen. Und wenn dann nur Geld fehlt, ja, dann kann man doch immer Wege finden, wie man dieses Geld zur Verfügung stellen kann. Wenn halt eben der Staat es nicht übernimmt und im Moment übernimmt es der Staat nicht, dass diese Menschen dort nicht sterben. Existenzieller Not springt so ins Auge und ins Herz, dass man da einfach was tun muss. Wenn es nicht über den Kredit geht, dann über die Crowd. Oder wenn es nicht über die Crowd geht, dann über die Treuhand. Also, dass wir alles bereitstellen an finanziellen Mitteln, um diese Vorhaben umsetzen zu können. Und das finde ich schon ziemlich radikal, wenn eine Bank sagt, wir arbeiten zwar mit Geld, ja okay, das ist unser Mittel, aber es geht hier nicht um Geld. Als Werkzeug zu fungieren, um diesen Initiativen das Geld zu geben. Das ist die Aufgabe der GLS Bank, mit den Menschen zu verstehen, was die gesellschaftlichen Herausforderungen sind und mit ihnen gemeinsam einen Weg zu finden, wie man das in die Welt bringen kann. Ich glaube, wir können noch richtig was reißen und ich glaube, die Welt wacht gerade erst auf. Als Menschheit bleiben wir unter unserem Potenzial. Das Miteinander, das ist die Lösung, das ganz große Solidarische. Wir müssen echt einen anderen Weg einschlagen als unsere Großeltern, Urgroßeltern, auch als unsere Eltern. Es gibt ein anderes Mindset als das von Zins und Zinseszins. Wo wir nicht nur miteinander kooperieren, sondern tatsächlich uns gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig tragen und uns aufeinander verlassen können. Das ist diese Menschlichkeit, dieser soziale Faktor. Und in meiner idealen Zukunft gelingt es uns, zusammen an einem Strang zu ziehen und zu sagen, wir gucken aufeinander und wir gucken, wer was braucht. Und wir lassen da auch niemanden zurück. Es braucht auch einfach den Mut zu sagen, okay, wir verändern jetzt was, sodass die Zukunft eine Zukunft ist, vor der wir keine Angst haben brauchen. Ich träume von einer Welt ohne Hass. Wo jeder Mensch Mensch sein kann. Wo wir alle ein bisschen mehr wir selbst sind. Und in der jeder so leben kann, wie er halt einfach möchte. Mit jeder Minute, die ich hier bin, tue ich was Sinnvolles. Also ich bin jetzt hier genau auf dem richtigen Platz. Sollte ich nochmal den Arbeitgeber wechseln, also weggehen von der GLS Bank, dann wird sicherlich keine Bank. Für mich wäre nie in Frage gekommen, zu einer anderen konventionellen Bank zu gehen. Das ist nicht mein Platz.